Mein Leben lang habe ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Echo bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Echos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey, Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Sucht weiter nach Artefakten und nach Echo. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Blöder Precursor-Schrott. Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Sollen. Hättest du auf mich gehört, dann was? Okay, alles klar. Mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still. Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte. Der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Echo. Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem, ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Echo lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr.
Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie nicht hergeben wollen. Mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeysir ein wenig üben. Da gibt sich noch mehr von diesem dunklen Eko-Zeugs, oder? Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. So, Moment. Ja, das war klar, dass das kurz passiert. Moment. Ich habe gerade den Controller gerade ein bisschen aufgeladen. So, und damit. Hey, Leute. Dieses Gerät ist ein Kommunikator. Damit können mein Vater und ich euch jederzeit bei eurer Suche Ratschläge geben. Ja, perfekter Moment, um dazwischen zu reden. Hey, Leute, und willkommen zu Jack and Dexter, einem neuen Let's Play. Und wie man bestimmt schon gesehen hat, das ist schon ein etwas älteres Spiel. Und dazu muss ich sagen, dass ich dieses Spiel als Kind sehr oft gespielt habe und es eins meiner Lieblingsspiele damals war. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal ein Let's Play davon und die Kamera lässt sich gerade sehr schwer drehen, also irgendwie ziemlich komisch. Ich muss das mal ganz kurz umändern. Ich glaube, das war so, oder? Ja, um einiges besser. Ja. Wir sind natürlich jetzt erstmal hier im Training. Das machen wir aber ganz fix. Das geht ja alles ganz schnell. Deswegen einmal hier hoch. Diese schwebenden, eiförmigen Dinger sind Precursor-Orbs. Wenn ihr genug davon sammelt, geben euch ein paar der Dorfbewohner eine Energiezelle dafür. Aber natürlich. Das heißt, wir müssen aber erstmal ganz viele davon sammeln. So, zack. Natürlich weiß ich die Steuerung zum größten Teil auch noch. So oft, wie ich das Spiel gespielt habe, damals noch auf der PlayStation 2. Das war jetzt keine Werbung, ich wollte nur sagen, dass ich früher PlayStation 2 gespielt habe. So oft, wie ich das schon gespielt habe, da verlernt man die Steuerung einfach nicht. Das ist eine Energiezelle, das wichtigste Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agrab-Zoomer aktivieren kann. Gut, 20 Stück, das kriegen wir hin. So, wir haben die erste und speichern. Wir haben die erste. So, und obwohl das hier nur Figuren sind, machen wir sie natürlich trotzdem alle platt. So, den hier auch noch. Ein bisschen trainieren. Entschuldigung. Zack, einmal darüber. Hey, ihr habt eine meiner Spähfliegen gefunden. Ich habe 7 davon in jedes Gebiet entsandt, um nach Energiezellen zu suchen. Aber die Lurker müssen sie alle gefangen haben. Tja, dann befreien wir sie doch mal alle. Nummer 4. Nummer 5. 6 und die 7. Und das ist die zweite Energiezelle. Wow, diese letzte Spähfliege hatte eine Energiezelle. Ich wette, wenn ihr alle 7 in einem Gebiet findet, bekommt ihr bestimmt noch mehr Energiezellen. Das hier ist blaues Echo. Es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kisten aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du in ihre Nähe kommst. Das ist gut zu wissen. So, und bevor ich da jetzt lang gehe, muss ich sagen, das hier kenne ich noch von früher. Deswegen springe ich jetzt mal hier runter und tada! Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir vorher einsammeln sollen. Also lieber sollten. Sonst vergessen wir die noch. Ich weiß, als Kind habe ich die früher immer vergessen, wenn ich das Spiel gespielt habe. Irgendwann ist mir das dann aufgefallen.
aufgehobenen blauen Ekohaufen die Zeit verlängert, in der du es benutzen kannst. So, das Training ist ja ganz schnell gemacht. Das ist nicht schwer. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. Gut. Man merkt ja bestimmt schon, dass ich den Weg zum größten Teil kenne. Ja, das liegt eben daran, dass ich das Spiel eben früher sehr oft gespielt habe und es eben noch kenne. Besonders das Training habe ich schon so oft gespielt, das kennt man dann irgendwann einfach auswendig. Das ist eine blaue Eco-Öffnung. Hier ist das blaue Eco viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Deshalb bekommst du hier eine volle Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst. Na dann her mit der vollen Ladung. Und einmal zurück und die Tür öffnen. Und noch eine Energiezelle. Ich wäre jetzt fast gerade runtergefallen. Aber ich habe sie noch bekommen. So, das ist die Nummer 3. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch eine. Gut gemacht. Das blaue Echo hat die Tür geöffnet. Mit blauem Echo kannst du selbst den Precursor-Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauchen. Habe ich jetzt hier alle gesammelt? Ich glaube schon. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf, dann wird deine Gesundheit verbessert. Das ist sehr gut, aber unsere Gesundheit ist gerade natürlich schon voll noch. Ich sammle die jetzt trotzdem mal ein, einfach nur, weil es das Training ist und da muss man eben alles machen, damit man es auch kennenlernt. Wenn du springst und dann in der Luft gleich nochmal springst, kannst du auf einen höher gelegenen Vorsprung gelangen. So, wir haben alle Precursor Orbs hier gesammelt und dann kriegen wir jetzt auch noch die letzte Energiezelle. So, das war Nummer 4 und das war's, das Training ist vorbei. Das ging doch ziemlich schnell eigentlich. So, einmal das und dann hier runter. Gut, das war's mit dem Training. Das ging doch recht fix, oder? So, benutzen zur Hütte des grünen Weisen. Ja, da gehen wir jetzt hin. Gut gemacht, Jungs. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Abenteuern, die noch vor euch liegen. Ist gar kein Problem. Wir sind gewappnet, was, Jack? Wir würden ja gerne noch bleiben und quatschen, grüner Häuptling, aber es juckt uns schon, auf Abenteuer zu gehen. Schön, schön. Dann stürzt euch ins Abenteuer. Und wenn ihr schon beim Abenteuern seid, macht euch doch ein wenig nützlich. Meine verflixten grünen Eco-Sammler sind schon wieder verstopft. Geht ans andere Ende des Strandes und reinigt sie, ja? Folgt den Lampen, sie führen euch geradewegs dorthin. Und jetzt, alle, raus hier! Das machen wir mal lieber. Der scheint ja nicht gerade sehr gut gelaunt zu sein. Wir verschwinden von hier. So. Zack. Hast du noch was zu sagen? Aber natürlich hast du noch was zu sagen. Hey, Baby. Wollen wir nicht zusammen ein paar Runden auf diesem Agraph-Zoomer drehen? Regel Nummer 1. Ich verabrede mich nicht mit Tieren. Ach, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Hör zu, wenn ihr Beschäftigung braucht. Mein Vater hat von einem alten Precursor-Rohrsystem tief unter der Erde erzählt. Am Ende von einigen Rohren sind Öffnungen, aus denen das Echo herausströmt. Andere sind verriegelt, sodass das Echo eingeschlossen ist. Es muss möglich sein, die verriegelten Öffnungen aufzumachen. Ich habe herausgefunden, dass ein Teil der Rohre unter dem verbotenen Tempel liegt. Such dort mal nach einem Schalter. Das machen wir natürlich auch noch. Doch erstmal gucken wir uns hier in der Stadt um. Sanddorf. Ja, das schöne Sanddorfchen. Okay, das war gerade sehr falsch. Egal. Da ist ein Boot. Das gucken wir uns an. Hast du gesehen, was für ein Riesenstück dieser Lockerhai aus dem Boot des Fischers gebissen hat? Am besten, wir halten viel Abstand zu diesen Viechern. Ich glaube nicht, dass wir es mit so einem Höllentier aufnehmen können.
Ich wollte eigentlich Sanddörfchen sagen, so. Und dazu muss ich jetzt auch sagen, für die Leute, die es nicht wissen, man kann übrigens nicht weit rausschwimmen, weil dann sofort ein Hai kommt und einen auffrisst. Deswegen, da ist der Speerfliege und deswegen kann man nicht weit rausschwimmen. So, das heißt, wir können auch nicht zur Nebelinsel schwimmen. Hey, sieht ganz so aus, als befinden sich die Speerfliegen immer in roten Kisten. Ja, wir können nicht zur Nebelinsel schwimmen, dafür brauchen wir nämlich dieses Boot da unten. Vielleicht sollten wir mal den Fischer ausfindig machen. Soviel ich weiß, soll er am unteren Fluss im Dschungel fischen. So, wir können es nicht benutzen. Haben wir ja auch eben gehört. Dexter hat es gesagt. So, wir gucken uns aber erstmal natürlich in der Stadt um. Wir gehen erstmal in das Haus da rein. Hallihallöchen. Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr zwei auch ein Problem habt. Erst werden in der Nähe des Dorfes Monster gesichtet und jetzt das. Seht ihr die Windmühlenflügel? Da oben, Jungs, ja? Die stehen still. Das bedeutet, im Dorf gibt's keinen Strom. Der Ekostrahl aus dem Dschungeltempel ist unterbrochen worden. Jungs, und niemand traut sich nachzusehen, was passiert ist. Ist die Rechnung bezahlt? Ja, du bist ja witzig. Würdet ihr zwei den Ekostrahl reparieren? Für eine Energiezelle? Oh, noch etwas. Ihr zwei wollt nicht zufällig eine Kleinigkeit für die Kampagne zu meiner Wiederwahl spenden? Das wäre mir glatt noch eine Energiezelle wert. Das Minimum für eine Spende beträgt, ja, bescheidene 90 Percursor-Orbs. Aber diese 90 haben wir natürlich noch nicht. Da ist noch eine Speerfliege. Die müssen wir erstmal sammeln. Hallo, ich komme nicht raus. So, jetzt. Gut, da ist noch jemand. Den sprechen wir auch eben noch an. Oh, hallo, mein lieber Junge. Du kommst mir jetzt aber gerade ein wenig ungelegen, weißt du. Ich wollte schon gestern zu meiner Reise aufbrechen. Aber ich habe scheinbar zu wenig Precursor-Orbs. Na, ich hätte schwören können, dass ich 90 Stück hatte. Aber ich vermute, dein junger Freund, dieser lästige, furchtbar hässliche kleine Kerl hier, hat mir aus Jux gerade ein paar entwendet. Nun denn, würdest du deinem lieben alten Onkel freundlicherweise 90 Precursor-Orbs leihen, damit er aufbrechen kann? Ich biete dir eine Energiezelle dafür. Der will auch noch 90 Precursor Orbs, aber die haben wir natürlich noch nicht. So, das sammeln wir eben. Das höre ich doch bis hier. Zack. Und die dritte haben wir. So, bevor ich in das Haus reingehe, sammle ich kurz die hier ein. Und dann gehen wir da rein. Hallo. Hey. Du haariger kleiner Kumpel. Oh. Ich dachte, du wärst meine Muse. Deine was? Hast du noch nie eine Muse gesehen? Das ist ein kleines, leuchtendes Eichhörnchen, so groß wie du, sehr mutig und immer gut drauf. Oh, jetzt kapier ich. Wie ein Kumpelchen, hä? Also es ist so. Ohne meine Muse kann ich nicht bildhauern. Aber wenn sie da ist, sehe ich nur Schönheit. In allen Dingen, wisst ihr? Im Moment könnte ich mich nicht mal aus einer Kiste rausmeißeln. Ich glaube, sie ist zur Nebelinsel gelaufen. Ich hoffe bloß, ihr geht's gut. Eine Energiezelle, wenn ihr sie zurückbringt. Moment mal! Wir werden auf keinen Fall zurück zur Nebelinsel gehen! Oder doch? Natürlich gehen wir da später hin. Wir haben eine Wahl. Also wir können es auch lassen, aber wir gehen trotzdem später dahin. Wow, jetzt dreht er sich ganz schnell auf einmal. So, da drüben wollte ich jetzt auch noch hin. Da ist auch noch ein Häuschen. Guten Tag. Ach herrje, so ein furchtbar krankes Vögelchen. Siehst auch nicht gerade gesund aus, Lady. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst ein orange gefleckter Bauchringfring. Wisst ihr, gestern haben ein paar schrecklich böse Wesen hier am Strand eine Flatt-Flatt-Mutter gefangen. Jetzt liegt dieses arme kleine Waisenei im Nest oben auf der Klippe und ich komme nicht ran.
könnt ihr doch draufklettern und es runterschubsen. Ich habe unten etwas Heu hingelegt, um es aufzufangen. Tut einer alten Frau einen Gefallen und ihr bekommt eine Energiezelle dafür. Natürlich, für eine Energiezelle schubsen wir einfach mal so ein Ei runter. Ist doch kein Problem. Na schön. Bevor ich da runtergehe, gucke ich mir noch ganz kurz da oben um. Hallo, hoch da, jetzt komm. So, schaffe ich das mit einem Normalsprung darüber? Ich glaube schon, oder? Ja, gerade noch so. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. So, die sammeln wir auch noch schnell ein. Zack. Wow, jetzt bin ich schon runtergefallen. Gut, dann gehen wir zu dem.